Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 Girls WG. Und wie ihr seht, wird hier, ja, geschlafen. Mehr machen wir hier nicht mehr in der Girls WG. Hier wird nur noch fleißig gepennt. Nee, komm, Junge, steh mal auf. Vor allem Junge, ne? Passt ja gut. Ich habe nicht gescheatet. Das ist natürlich alles so von alleine gekommen, dass die alle so gut drauf sind, ne? Ja, ganz klar. Hat die Schelmfähigkeit erworben. Sehr schön. Das freut mich extrem. Geburtstagsparty ist noch im vollen Gange. Das freut mich übrigens sehr. Mal davon abgesehen, haben wir jetzt die Girls-WG umgestylt. Und Leute, ich bin so verliebt in Celine. Sie sieht einfach so geil aus. Guckt euch sie an, einfach, wie sie. Oh, sieht einfach geil aus. Aus ihren Rippen. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Aber sonst sieht sie echt sehr gut aus. Und dann habe ich Mecker von euch bekommen. Alessia ist nicht so dick. Alessia ist nicht dick. Und so. Ihr habt vollkommen recht. Alessia ist auch nicht dick. Und so war es auch nicht gemeint. Also es soll sich jetzt bitte keiner beleidigt fühlen. Alessia ist ganz und gar nicht dick. Ich habe nur so gedacht, vielleicht ein paar Gramm, gut, aber wenn ihr meint, oh, die hat aber auch ein Polo, leck mich am Arsch. Also, nee, wenn ihr sagt, die muss nicht zunehmen, dann muss sie natürlich nicht zunehmen. Ihr seid eigentlich alles in allem ganz zufrieden mit der Girls WG. Das finde ich sehr gut. Da ist unsere süße Mia jetzt wieder langhaarig und unser sexy Boy Mason. Ich liebe den Typ voll. Ich finde den nämlich richtig extrem schön jetzt, neuerdings. Daraufhin erstmal in Techtelmechtel im Busch, würde ich sagen. Das kommt immer gut. Mason, hast du Lust? Unsere Tochter steht neben uns, aber es macht uns nichts. Wir können es trotzdem wagen. Los, lass uns in den Busch laufen. Ich habe gehört, da ist es sehr angenehm. Ich habe gehört, da soll es sehr romantisch drin sein. Passend zum Valentinstag, der ja war gestern. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wann kommt die Folge so? Okay, weil jetzt, wo ich gerade aufnehme, haben wir noch gar keinen Valentinstag, ne? Um ehrlich zu sein. Deswegen muss ich natürlich jetzt gucken, was ich hier erzähle. Also, der Valentinstag, der für euch jetzt schon war, ich verwelk mal die entsorgten Pflanzen, genau. Ich entsorg mal die verwelkten Pflanzen und schau dann mal, nachdem ich dieses Techtelmechtel hier hinter mich gebracht habe. Ja, Paula, ich finde das richtig toll, dass du uns so stalkst. So gar nicht auffällig. Finde ich sehr schön. Ich finde auch allgemein sehr schön, wie es hier so glitzert und funkelt und oioioi, jetzt sogar mit Feuerwerk. Uhu. Finale. Oh. Das war gut. So, glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht. Ich spreche da jetzt einfach mal für meine Sims. Wer ist dieser nette Herr hier eigentlich? Der Patrick Samos. Aha, das ist ja interessant. Und du bist die Iliana Mimu. Ja, hallo Frau Mimu. Und Franzi Schneider ist auch dabei. Also hier sind so einige Leute. Mary hat auch direkt ihr neues Dress an. Warum stehen hier so viele Fruchtpasteten? Weiße Torte. Warum steht es hier? Ich setze das einfach mal fort. Das braucht man ja nicht wegschmeißen. Schokolade kann sich übrigens nehmen, wer möchte, ne? Gönnt euch. Und wir haben natürlich gesagt, der Mason, der muss noch ein bisschen trainieren. Oh, guck mal. Und ich habe es ihm nicht angeklickt. Leute, er geht schon direkt trainieren, ja? Weil wir wollen natürlich jetzt den sexy, sexy Mason, dass der jetzt auch mal ein bisschen hier oben, ne? Oberarme und so, ne? Der soll jetzt so richtig geil trainiert sein. Da seid ihr alle auch hinterher. Da habt ihr alle so geschrien, so, wir wollen sexy Mason. Und zwar am besten oben ohne und super durchtrainiert. Und da bin ich natürlich voll auf eure Seite, da stehe ich auch voll zu. Und genau. Der Dominik, der ist so ein bisschen unser Hausmann. Dann habe ich euch ja gefragt, was ihr davon halten würdet, wenn unser Dominik so ein kleines Tete-a-Tete mit unserer Haushälterin anfängt. Da seid ihr auch alle so, ihr alle so voll gemein, so, ja, betrügen voll geil. Finde ich auf jeden Fall sehr lustig, wie eiskalt ihr seid. Gefällt mir aber, finde ich sehr gut. Ich bin da auch voll für, ehrlich gesagt. Ich finde nämlich die Story-Idee ganz gut. Oh, jetzt hat sich, glaube ich, gerade alles verbuggt. Das ist natürlich ganz super. Ah, ne, jetzt geht's wieder, oder? Ja, jetzt geht's wieder. Das Spiel hat sich wieder gefangen. Ich dachte schon, ich müsste die Aufnahme unterbrechen. Aber nein, muss ich nicht. Warum kann ich Celine nicht anklicken? Ach so, jetzt kann ich Celine anklicken. Ja, irgendwas stimmt hier allgemein mit dem Spielstand nicht. Ich weiß nicht, wieso. Sehr wahrscheinlich müssen wir demnächst aufhören, die Girls WG zu spielen. Deswegen genießt die Zeit noch ein bisschen. Nein, Scherz. Wir werden natürlich irgendwie, werde ich versuchen, das wieder hinzukriegen. Ich muss mal gucken, woran es jetzt genau liegt. Was soll das? Ich muss mal gucken, woran es jetzt genau liegt. Ich wollte unbedingt mal ein Foto machen. Das mache ich jetzt auch.
Foto machen von. Damit habe ich nämlich angefangen bei der Hochzeit vom YouTuber Dorf. Wer das noch nicht gesehen hat, gerne mal reinschalten. Sehr lustig übrigens. Ein Foto von Celine machen. Genau, das machen wir. Und hat die Schellenfähigkeit erworben. Das freut mich sehr. So, warum zum Fuck steht hier überall sowas rum? Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat hier alles angefangen, aber nichts beendet. Ja, toll. Danke für dieses hervorragende Foto. Es ist Hammer. Also, weißt du, wir können auch direkt einfach nur hier den Busen fotografieren. Ist auch mal schön. Herrlich. Den haben wir auch noch in verschiedenen Farbausrichtungen. Hier einmal so Sepia vielleicht. Oder hier so, ne? Ist auch schön. Der Röntgenblick. Finde ich auch nicht schlecht. Ja. Hier nochmal in knackiger Farbe. Sehr, sehr, sehr schöner Busen. Danke für diesen Brüstebomb, möchte ich fast sagen. Vielen Dank. Danke für nix. So, was macht denn unsere süße Mia? Mia, die läuft hier so rum, die macht eigentlich gar nichts Besonderes. Irgendwie hat hier jeder irgendwas angefangen, aber nichts zu Ende gebracht. Das geht mir irgendwie gerade mega auf den Sack. Ich tue das mal eben in den Kühlschrank räumen und das hier auch. Und warum zum Teufel ist hier auch was? Was ist denn los? Mason, was machst du da? Naschst du an der Schokolade? Du sollst doch trainieren. Los, komm, hoch. Hoppi, hoppi. Hoppi, galoppi. Oh, da weint ein Kind, sehe ich gerade. An die Grenzen gehen, das kannst du mal machen. Und dann kann die gute Mary sich mal hier ums Baby kümmern. Um die süße Lara. Ich glaube, die muss mal gefüttert werden. Deswegen nehmen wir die mal an die Brust, ganz frei, wie wir sind. Jetzt weint natürlich beide, ist ja klar. Die neue Frisur von Mary finde ich übrigens richtig geil. Ach, guck mal, wie süß. Die beiden Tanten kümmern sich schon. Celine so voll überfordert, so, hä, was mache ich jetzt? Psch, psch, halt bloß die Klappe. Keiner soll wissen, dass du weinst. So, und dann hatten wir ja gesagt, dass Celine einen neuen Job annimmt. Und ihr habt es euch so gewünscht. Ich hatte ja gefragt, wer soll Polizist werden? Und wir bezahlen erstmal die Rechnung. Das machen wir mal als erstes. Wir haben ja gesagt, wer soll Polizist werden? Und ihr wart alle dafür, dass es Celine wird. Ich dachte ja erst Mason. Aber ihr wolltet alle lieber Celine in der Polizistenkarriere sehen. Das können wir natürlich so machen. Da machen wir das nämlich einfach mal. So, und Mary, die kann danach, sag ich mal, hier dieses Kind zur Brust nehmen. Führe es dir zu Gemüte, liebkose es und rede mit ihm und hüpfe ein wenig. Das kannst du auch mit diesem Kind hier übrigens machen. So, angurren. Das hört sich irgendwie immer so falsch an. Ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, die hängen sich immer weg so ein bisschen, ne? Kann das sein oder, ich weiß nicht. Polizistin, ne? Polizistin wollen wir werden. Möchtest du der Typ Polizist sein, der immer im Dienst ist, dann ist dies genau der richtige Job für dich. Wir haben alles, um dich für deinen ungesunden Lebensstil zu belohnen. Schalte Outfits für unsere Schalte Outfits wie unsere Polizeiuniform frei, die du als Schlafanzug tragen kannst. Erteile deinen Kindern eine wertvolle Lektion für das schlechte Zeugnis, indem du es in Gefangenen-Overall steckst und sein Schlafzimmer in ein virtuelles Gefängniszelle, in Gefängnisgitterwänden und eine dekorative Sicherheitskamera verwandelst. Als Bonus kannst du es durch dein persönliches Spiegelfenster beobachten. Hey, das hört sich ja super an. Das hört sich ja an, als ob das super zu uns passen würde. Sie beginnt Mittwoch 8 Uhr. Gut, also 2 Tage noch frei und dann müssen wir losstapfen. Patrouille gehen, ein Tatort. Also können wir nicht wirklich viel machen, um hier irgendwie unsere Leistung zu verbessern. Dann lassen wir das auch direkt mal. Sportlich genug ist sie ja eigentlich. Guck mal eben, wie das hier so mit den Leveln aussieht. Welches Sportlichkeitslevel ist denn unsere gute Fitness? Hä? Level 1? Warum Level 1? Ach, das war Wellness, ne? Was da bei ihr höher ist. Genau, Wellness. Okay. Was machst du jetzt? Sims Forever spielen. Ja, dann viel Spaß. So, du kümmerst dich hier fein und brav um die Kinder. Wir müssen natürlich immer ein Auge drauf haben, dass die Alte hier kommt. Hier, ne? Unsere Putzfrau, die natürlich jetzt wahrscheinlich nicht kommt, aber bald kommen wird. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir das irgendwie machen. So. Ach, weißt du was? Ihr beide, ihr könnt auch mal ein Foto voneinander machen. Das finde ich mal ganz schön. Foto machen mit Alessia. Sie sieht echt aus wie ihre Mutter. Ne? Ich glaube, das sieht man auf dem Foto jetzt gleich noch viel besser. Gucken wir uns direkt mal an. Mia sieht auch so unglaublich hübsch aus. Ne? Ich mag sie so sehr. Sie hat irgendwie sowas von Eleganz. Aber auch ein bisschen was von I feel free. So, ich weiß nicht, was ich hier wieder laber. Angie! Oh, guck mal, wie süß! Sie sind echt beide unglaublich hübsch. Ich will einen anderen Filter. Das ist schön. Sieht so knackig braun aus. Den Filter benutze ich übrigens selber sehr gerne. So,
Sehr schön. Finde ich sehr gut. Wisst ihr, was wir mal machen können? Das machen wir jetzt einfach auch mal. Wir gehen mal eben hier in Kameras. Genau. Nee, die Art Kamera meinte ich jetzt nicht. Kamera. Altmodische Kamera, verschiedene Deko, Kinderdeko. Könnten wir nicht, wir konnten doch so ein Fotoapparat kaufen, oder? Fotostudio. Jetzt muss ich mal eben so, dann gucke ich mal eben so durch. Das müsste ja eigentlich bei Fähigkeiten sein, ne? Eigentlich. Da ist schon mal eine. Aber da gibt es noch eine bessere. Diese hier, oder? Die kaufen wir jetzt einfach. Wir sind einfach mal so frei. Und zwar möchte ich gerne, dass Alessia das macht. Jetzt müssen wir mal gucken. Alessia, die hat ja immer hier geschaut. Oh, ihr Zimmer müssen wir vielleicht mal umstellen. Das mache ich dann zur nächsten Folge. Kann ja jetzt erstmal so bleiben. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und dann kann die Alessia sich die mal mich in die Tasche stecken. Ich finde das nämlich ganz cool, wenn Alessia auch so ein bisschen Fotografie vielleicht auch lernt. Ne? Können wir eigentlich mal ganz cool machen. Foto machen von. Machen wir mal von Mia. Fangen wir mal ein bisschen an zu üben jetzt. Wie die alle hier mit ihren Ärschen hin und her wackeln, ne? Also wirklich. Die hat aber auch echt ein, also, ne, was ich muss schon sagen. Also Kim Kardashian ist da nix gegen, ne? Das muss man echt mal so sagen. Wir machen jetzt mal so eine kleine Fotosession, das finde ich nämlich ganz gut. Ach, guck mal, wie süß, ne? Unsere süße kleine Mia. Ich möchte ein großes Bild davon. Ah, oh, sie ist so hübsch. In Sepia möchte ich eins. So nicht, so nicht, so nicht. So ein helles, ein warmes und ein dunkles. Sehr schön, finde ich sehr gut. Ja, gefällt mir. Fotografiefähigkeit erworben, sehr schön. Das machen wir jetzt schon mal. Und dann kann sie noch ein bisschen Klavier üben gehen. Das muss sie ja auch noch machen. Das hatten wir auch noch vor, ne, dass sie so ein bisschen hier die Klaviermasterin wird. Und dann kann unsere süße Mia sich da direkt mal zugesellen und dann mit ihrer Geige noch ein bisschen üben. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo ist denn die Geige? Üben. So, sie müsste ja rein theoretisch auch schon ein bisschen besser sein. Sie fängt jetzt übrigens, glaube ich, ja von neu an, ne? So war das doch, oder? Ich guck mal eben Klavier, ja, Level 1, weil sie als Kind zwar geübt hat, aber sie hat es nicht ganz durchgezogen, deswegen hat es auch nicht ganz so funktioniert. Celine, wenn du jetzt sowieso gerade nichts zu tun hast und hier sowieso nur rumstehst, dann kannst du das mal bitte aufräumen und das hier bitte auch und das hier bitte auch und den kannst du wegklicken. Und den Schokobrunnen, den können wir auch mal leeren. So, das kannst du dann alles machen. Das freut mich sehr, dass du das tust. So, da oben weint wieder jemand. Da müssen wir vielleicht mal uns drum kümmern. Schmutzige Windeln wechseln, genau. Hier reden wir nochmal und liebkosen nochmal. Gwä, gwä, gwä. Jetzt stehen sie wieder so ganz schnieke ineinander. Das finde ich auch mal toll. So, du räumst auf. Das ist schön. Warum bist du angespannt? Eingepfercht. Ja, dann geh doch in die Natur. Ist ja nicht so, dass wir hier keinen Garten hätten, Fräuleinchen. Brunneninhalt probieren. Ja, probieren, ne? Die Rede war von probieren, nicht von Handvoll füttern. Das machen wir mal eben. Ich habe es nämlich gerade durch Zufall gesehen. Ja, von musikalisch sind wir auf jeden Fall noch weit entfernt. Aber es wird. Es wird. Düm, düm. Hammer. Ich würde die beiden mal eben gerne hier nach draußen schicken und da würde ich dann gerne nochmal so ein Foto machen. Warte mal, wir schicken sie auch mal eben dahin. Geht mal eben beide hier nach draußen und dann würde ich ja mal gerne nochmal ein Foto machen. Vielleicht ein bisschen besseres. Foto machen von. Ah ne, Moment. Ich warte erstmal, bis sie hier ist. Die gute Mia. So, da ist sie. Foto machen von Mia. Jetzt haben wir nämlich das schönere Ambiente hier draußen. Das finde ich nämlich viel besser. Das Bild ist hässlich. Ich will eine andere Pose haben, bitte. Foto machen von mir. So. Jetzt aber. Hey, guckt die jetzt die ganze Zeit so blöd? Was ist denn jetzt mit ihr?
Das kann doch nicht wahr sein. Hallo? wir machen mal ein Foto von ihrem Papa. Komm, wir machen mal ein Foto von Mason Bourne hier. Machen wir ein Foto vom Papa. Anstatt dir einen Kuchen zu holen. Ah, du hast dringend Hunger. Ja gut, aber das kannst du auch gleich nur essen. So dringend ist es noch nicht. Los, mach ein Foto von Fatih. Wo ist er denn? Er ist sehr konzentriert. Aha. Hier, er steht einfach hier rum und macht nichts. Das ist natürlich auch schön. So, die beiden Babys schlafen. Das ist schon mal gut. Schlafen, ihr wisst Bescheid. So, bitte knipsen Sie ein Foto von diesem jungen, attraktiven Mann. Ach ja, das ist ja so typische Männerpose irgendwie, ne? Aber irgendwie schön. So, dann machen wir mal ein Schwarz-Weiß. Und so, einen warmen Ton. Das finde ich ganz schön. Sehr gut, sehr gut. Moment, dann will ich die jetzt nämlich mal direkt mal aufhängen. Ich will mal gucken, wie die aussehen. Super, super. Hammer. Toll, hey. Da sind ja direkt zwei Stück was geworden. Ach nein, ich wollte von Mason ein großes haben. Scheiße. Ah nee, so eins will ich nicht. Das verkaufen wir mal. Verkaufen wir auch. Das verkaufen wir auch. Das verkaufen wir auch. Wir behalten erstmal das. Foto machen von Mason. So, vielleicht klappt er. Ja, toll, auf dem Klo. Was macht sie denn da? Sie tanzt einfach mal ab. Das ist doch keine Pose, Mason. Das ist doch scheiße. Streng dich doch mal an. Foto machen von Mason. So. Ja, Celine, bitte. Wäre toll, wenn du dich aus dem Bild schmeißen würdest. Das ist schön. Das finde ich schön. Da können wir vielleicht Celine auch irgendwie noch, dass wir sie da wegkriegen. Ja, so ist gut. Sehr gut. Das machen wir mal so. Dann möchte ich eins in Schwarz-Weiß. Eins so. Eins mit diesem wunderschönen Tür. Da mache ich mal die letzten beiden von. Und dann gucke ich mal eben, ob die was geworden sind. Dann hänge ich die nämlich auch mal hier oben auf. Nee, die waren es nicht. Die waren es. Ja, die sind was geworden. Die sind echt schön. Das natürlich nicht. Und das natürlich auch nicht. Toll. Dann verkaufen wir das. Und das. Und das. Und das. Und nehmen nur die beiden. Moment. Und dann hängen wir die nämlich so schön hier auf. Momento. Damit man auch weiß, wer wo schläft, ne? Falls das mal vergessen wird im Suff. Das können wir ja hier so hinhängen, oder? Das hängen wir einfach dazu. Das finde ich ganz schön. Ja, finde ich sehr schön. Gefällt mir. Ich find's gut, ich find's gut. Wir haben jetzt auch romantische Gartenaccessoires. Da können wir nochmal gucken, ob wir hier noch was für unseren Garten finden. Weil der ist ja noch ein bisschen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen, bisschen. Was ist das denn hier? Drachenskulptur. Oh, wow. Das haut mich ja echt vom Hocker. Na, die können wir mal hier oben hinstellen. Und sonst haben wir nur Kram, ne? Naja, den üblichen Kram. Was ist das? Messerblock. Habe ich das alles hergestellt? Oder hat mir das alles hergestellt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist sie so kreativ? Doch, Mia Booker tatsächlich. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja mal angefangen, ne? Ja gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal für die Folge. Eine sehr fotoreiche Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen, wie immer. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Falls ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, dann gerne dazukommen. Wir sind schon wieder unglaubliche 3700, ne? Ich denke mittlerweile schon wieder ein paar mehr, aber jetzt zu meinem Stand sind es 3700, das ist unfassbar. Dafür natürlich könnt ihr euch jeden Tag danken. Ich weiß gar nicht, was ich da immer zu sagen soll, außer danke, ne? Vielen Dank, ne? Ihr seid echt Knorke immer. Nein, ihr seid echt gut drauf. Ich finde es echt cool, dass ihr das so feiert und ja, dass ihr mich da so unterstützt. Und deswegen machen wir jetzt hier das Dach nochmal drauf und dann sage ich bis demnächst. Tschüssi!